Also Heinz, auf dich und noch mal so viele Jahre. Prost. Wenn man so lange zusammen ist wie wir. Dann ist die Zeit ja schon ein Zeichen dafür, wie gut es eigentlich läuft. Soll ich noch was mitbringen? Dich. Der Junge ist nicht gut für dich. Ja, das ist alles super. Kannst du mir ihre Nummer geben? Okay. Ja. Bist du überhaupt nicht eifersüchtig? Nein. Das ist einfach keine echte Liebe. Wieso denn nicht? Das war doch von Anfang an eher Geschwisterliebe. Machen Sie jetzt eine Liste mit all den Sachen, von denen wir glauben, dass sie zu der Liebe dazugehören. Und dann machen wir die einfach. Wir spielen den Abend unseres Kennenlernens nach. Können wir jetzt bitte aufhören? Wieso? Wir haben uns ja noch gar nicht kennengelernt. Ich will dich aber nicht nochmal kennenlernen. Herzlich willkommen bei uns hier im Liebeshotel Cheresahat. Du bist ich und ich bin du. Ja, ja, schon klar. Deswegen ignoriere ich dich ja. Du bist überhaupt nicht leidenschaftlich. Nie fixst du mich. Du nervst. Siehst du? Jetzt merkst du es selber. Ey, du bist überhaupt nie eifersüchtig! Jetzt bin ich aber eifersüchtig! Jetzt ist es vorbei! Ihr benehmt euch wie zwei unzufriedene Kinder. Beziehung ist Arbeit. Eigentlich war ich ja immer ein bisschen neidisch auf dein Glück. Aber in letzter Zeit bist du einfach nur ein unzufriedenes Arschloch. Meinst du eigentlich, ist es geil, immer die quengelnde, ätzende, nervige Freundin zu sein, die alles will? Du willst keine Kinder, du willst nicht heiraten. Wenn man nichts will, dann hat man noch nichts zu verlieren.